jetzt direkt. Alright. Damit willkommen auf dem FDMO Bootcamp, Day Number 2. Ich hoffe, euch geht es wirklich sehr, sehr gut. Und euer Tag, euer Dienstag war erfolgreich. Die Touren, vor allem die Tour jetzt noch von Miki, von Ramos, von Erik und so weiter, beginnt ab morgen. Wir sind morgen in Frankfurt und danach noch in anderen Städten. Wir sind auf jeden Fall unterwegs. Am 22. in Köln. Das heißt, wenn ihr da am Start seid, nehmt das Ganze mit, nehmt diese Opportunity wahr, dass wir es persönlich sehen können, auf jeden Fall was aufbauen können, gemeinsam und auf ein neues Level kommen. Aber Guys, heute auf dem zweiten Tag, okay, haben wir den lieben Felix 100 Mark am Start, okay? Und Felix selbst, Guys, ist nicht mal in unserer Organisation. Das heißt, wir haben jetzt gerade ungefähr, ja, mit allen zusammen über 800 Leute auf dem Call. Wir sind über 760 Accounts hier drin. Und er ist gerade hier auf diesem Call, um uns Value zu geben, ohne überhaupt in unserer Organisation zu sein. Okay, er selbst ist mittlerweile eine Person, die seit 5 Jahren bei IAM ist. Okay, seit 5 Jahren, okay? Also ein OG in diesem Game, okay? Ein OG. Und ich denke, die wenigsten, bis sogar gar keiner hier in diesem Call ist seit 5 Jahren am Start. Das ist Felix, ist dementsprechend die Person, die mit IAM, mit Trading unter anderem wahrscheinlich auch, mit einer der Personen ist, die am meisten Erfahrung hat. Okay? Und ich spreche immer von diesem einen Thema, dass Fast Success nice ist, diesen schnellen Erfolg zu haben, gut ist. Aber ich habe Respekt vor einer Person, die lange am Start ist und Erfahrung hat. Und ich merke, wenn eine Person aus kurzfristigem Erfolg spricht oder wenn eine Person aus Erfahrung spricht. Und genau diese Person ist Felix. Heute, er ist heute hier am Start als FDMO-Trader, um dir zu zeigen, wie du im FDMO bestehen kannst, wie dein Weg dahin geht. Er selber ist noch Steady-Trader, wird auch ein bisschen wahrscheinlich darauf eingehen. Aber er selber hat mittlerweile nicht nur sich selbst geholfen, FDMO-Trader zu werden oder im Trading erfolgreich zu werden, sondern mittlerweile extrem vielen anderen Menschen. Und daran messe ich den Erfolg einer Person. Nicht nur anhand dessen, was er oder sie selbst für sich erreicht hat, sondern anhand dessen, was diese Person geben konnte, anhand dessen, was eine Person andere Menschen damit beschaffen konnte. Und dafür bin ich extrem dankbar. Okay, dafür bin ich extrem dankbar. Deswegen lasst uns auf jeden Fall seine Zeit hier appreciaten. Er hat eine extrem geile Präsi vorbereitet. Die wird extrem, also wird vor allem jedem Einzelnen hier extrem helfen und jeden Einzelnen aufs neues Level kriegen. Deswegen, Felix, Bro, ich übergebe dir den Co-Host. Das Team ist auf jeden Fall ready für deinen Part. Ich bin dankbar für deine Zeit, dass du am Start bist, dass du dir die Zeit nimmst. Deswegen, Guys, drop noch mal ein Herz, eine 7 in den Chat für Felix. Ich gebe dir das Wort. Let's go. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Intro und vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist ultra krass, hier 800 Leute auf dem Call zu sehen. Das sind einfach 800 hungrige Leute, die, denke ich mal, Bock auf FDMO haben. Dafür erstmal ein big, big Shoutout. Packt mal ein paar Herzen in den Chat für euch selber, dass ihr heute auf diesen Call gekommen seid. Ja, für die Leute, die mich gar nicht kennen, ganz kurze Story. Ich bin mittlerweile 27 Jahre alt. Ich habe mit 21 zum Glück irgendwie die Entscheidung getroffen, doch nicht mehr in die Studentenstraße zu gehen, irgendwie jedes Wochenende oder beziehungsweise von Donnerstags bis Sonntags irgendeinen Blödsinn zu machen, sondern irgendwo angefangen zu sagen, hey, okay, irgendwie, es muss doch anders gehen. Ich habe mich selbstständig gemacht. Das ist alles nicht so geil wie Trading und Network. Deswegen habe ich mit dem Network auch noch ein Passive Income aufgebaut als P2. Trading sowieso unschlagbar. Mir hat damals ein Trader gesagt, der war in meinem Alter, hat gesagt, Felix, das beste Handwerk ist Trading. Es gibt keine bessere bezahlte Berufung wie Trading. Und wenn ihr mal überlegt, für die Leute, die die Regeln bei FTMO kennen oder bei anderen Fremdkapitalfirmen, wo gibt es jemanden, eine Firma, eine Kooperation, die euch 100.000 Euro anvertrauen für 300, 400, 500, 600 Euro, je nach Anbieter, scheißegal, die geben euch 100.000 und die sagen, wenn du das hier schaffst, darfst du 85-90% der Profite behalten. Das gibt's nicht. Kein Dönerladen der Welt würde das mit dir machen, keine Pizzeria der Welt würde das mit dir machen. Also glaubt mir, Trading ist absolut crazy für die Leute, die schon ein paar Numbers gemacht haben, die wissen das. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was wir jetzt mit IAM machen, komplett IAM Germany, Österreich, Schweiz oder komplett europaweit, ist einfach die Leute aufs Fremdkapital bringen. Weil, was ist das Besondere an Fremdkapital? Meiner Meinung nach, ja, egal wie lange du dabei bist, ja, das Ziel ist es, profitabel zu gehen. Was passiert den meisten? Sie haben ein zu kleines Konto, ja, machen vielleicht die ersten 10-20% und merken, ja gut, dann ich trick's mal ein bisschen. Einmal die Lot-Size höher einstellen, vielleicht mal einen guten Lauf, dann fliegt man auf die Fresse und dann ist das Konto weg. Man kommt da schnell ins Gamble, weil was wir alle wollen, hands down, das will jeder, der will nicht einen 500-Euro-Account, der will nicht einen 1.000-Euro-Account, am liebsten 10.000, 20.000, 30, 40, 50, 100.000. Und jetzt ja die Idee mit das, was ich euch gleich erkläre. Ich hoffe, ihr könnt da auf jeden Fall ordentlich was mitnehmen. Das Ziel ist es ja, dass ihr nicht mit einem kleinen Account mal consistent tradet, sondern das mit einem großen macht. Weil wenn ihr das gut macht, ich rede davon im Zeitraum von 3 bis 4 Monaten, und dann kommt der erste Paycheck, wenn alles gut läuft, dann habt ihr diesmal einen viel größeren Reward. Wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein, auf meiner Präsentation, aber ich würde mal vorschlagen, ich teile mein Bildschirm
Danach können wir vielleicht noch ein kleines Q&A machen, je nachdem, wie der Call noch geplant ist. Aber ich denke, wir fangen einfach mal direkt an. Ich sehe den Chat leider nicht. Mein iPad hat mittlerweile aber die Funktion bei Zoom eingebaut, dass ihr mich noch seht, hoffe ich. Ja, direkt zur ersten Folie. Ich sage es mal so, mein Weg ist auch dein Weg. Und ja, seht die Punkte rechts. Ja, du kennst MetaTrader, du kennst SchoolLive, du hast ein Trading-Tool von IM, du weißt, wie man die Lot-Size berechnet. Ganz, 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 ganz wichtig. Nicht überspringen, nicht vergessen, nicht im Kopf, gar nichts, sondern du weißt, wie man die Lot-Size berechnet. Vorletzter Punkt, du hast dich mit Trading-Psychologie beschäftigt. Und ich meine nicht, ja, ich war auf einem Call oder ja, ich verstehe schon, was man da machen muss, sondern ich meine, dich wirklich mit Trading-Psychologie auseinandergesetzt. Weil wenn es zum Trading kommt, und das hat mir derselbe Trader auch gesagt, der mir damals gesagt hat, es ist das krasseste Handwerk, der hat geschwört und der hat 30.000 Euro nur so, by the way, Frankfurt, Hamburg, Berlin auf Seminaren ausgegeben, war trotzdem nicht profitabel, ist mittlerweile bei IM. Ja, der hat mir gesagt, Felix, ich könnte schwören, Trading ist 99% Mindset. Weil ist es schwer, einen Knopf zu drücken? Ist es schwer, auf Position Size Calculator bei meinem FX Book zu gehen oder in die Steady App zu gehen und da Zahlen einzugeben? Das ist ja nicht schwer. Das ist absolut nicht schwer. Aber das durchzuziehen, mental, ist wieder was anderes. Und deswegen kann ich jeden ans Herz legen, konzentriere dich auf jeden Fall auch aufs Mindset. Das ist extrem wichtig, gerade wenn wir höhere Zahlen ins Spiel bringen. Ja, ich habe damals mit einem 10.000 Euro Account angefangen bei einer Fremdkapitalfirma und dann dachte ich, ja, das lief ja so easy. Schon mit 100k. Ich habe die gleichen Positionen kopiert und eingefügt. Die Zahlen sind ja nicht großartig anders gestiegen. Wisst ihr, ich meine, die Summe war nur größer. Und es hat mich trotzdem beeinflusst. Und das fand ich, und das ist nicht lange her, Leute, das ist ein halbes Jahr her. Und das fand ich trotzdem so interessant. Ich gemerkt habe, wow, ich kopiere so stumpf. Ich bin mental komplett auf der Spur. Aber die Zahl ändert sich und mein Puls erhöht sich. Ja, das kennen die meisten Leute. Das erste Mal, du zu hohe Lot Size, der Trade geht und du drehst komplett durch und weißt, in den nächsten 4 Wochen bin ich Multimillionär. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, und deswegen Psyche extrem, extrem, extrem wichtig. Ja, der letzte Punkt, ihr seht schon, wenn auch nur die Hälfte von den Punkten bei dir zutrifft, dann kannst du noch in diesem Monat, ja, wir haben noch ein paar Tage, wenn nicht Anfang Mai, ready sein für das Kapital. Weil IM ist unser Powerhouse. Ich habe selber bei der Fremdkapitalfirma im Nachhinein erstmal gecheckt, wie krass wir geteacht werden. Und ich hatte auch mal das Glück, damals noch von Terry gecoacht zu werden, erstmal online, einmal auf die Ehre nach Dubai eingeflogen zu worden sein mit 40 Deutschen. Das war crazy. Überlegt mal, das ist absolut crazy, was der Typ überhaupt aufgebaut hat in IM. Dass wir zu Fremdkapitalfirmen gehen und jetzt no flex, wirklich no flex von meiner Seite aus, eher flex von den Produkten von IM. Wir hatten Probleme, also Probleme, Luxusprobleme mit den Fremdkapitalfirmen, dass die meinten, wow, 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 ey, ihr dürft so traden, aber fahrt einen Gang runter. Und da habe ich gemerkt, Alter, wir wurden gerade nicht durchgelassen bei der ersten Challenge. Wir durften zwar einfach nochmal einen Monat von vorne machen, komplett kostenfrei. Die haben uns hands down einfach mal eine E-Mail geschrieben und meinten, tradet so. Ey, wir sind super, wenn ihr so tradet, alles easy, aber fahrt mal ein bisschen runter. Und dann habe ich gemerkt, Alter, wir sind zu gut geteacht. Wir haben viel zu viel drauf. Wir müssen runterfahren. Wir müssen, ich sage mal so zu meinem Team, wir müssen traden wie Rentner. Also wir sind einfach Höchstleistungssportler bei M, wenn man das Richtige anwendet. Ja? Punkte habe ich einmal kurz durchgegangen. Für mich ist immer so das Thema, lasst uns auf jeden Fall, ich meine, ihr habt eine ganze Bootcamp-Woche, das ist ultra geil, ihr werdet so viel geile Erfahrung mitnehmen, schreibt all diese Dinge mit, die euch selber irgendwo triggern, wo ihr sagt, wow, das war für mich gerade so der Satz. So mache ich das auf Events, so mache ich das auf Calls, so mache ich das überall. Diesen einen Satz, der alles bei mir verändert. Weil sowas auf Events, damals in Dallas, Vegas, Miami, ich war auf allen IM-Conventions und auch in Barcelona. Es gibt immer diesen einen Satz, der alles verändert. Na, gehen wir mal zum nächsten Slide. Wir gehen direkt in Rückschläge und Learnings. Das ist das Wichtigste, was ihr mitnehmen könnt, meiner Meinung nach, von Tradern, die schon lange genug am Markt sind. Step Nummer 1 oder Learning Nummer 1 ist das Risikomanagement. IM bringt uns bei, auch finanzaufsichtsmäßig natürlich, 1% zu riskieren, was top ist. Privat würde ich das auch komplett so weitermachen. Privat riskiere ich mal auch ein bisschen mehr. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht um Fremdkapital. Und der Trick, den ich irgendwo immer mal mitbekommen habe, ich bin jemand, ich liebe Informationen, ich liebe Gespräche, ich suche die Informationen, hat mir jemand gesagt, hey Felix, wenn du das irgendwann mal machen solltest, riskiere 0,25%. Und ich dachte, was soll das denn für ein Quatsch, 0,25% pro Trade riskieren. Aber es ist alles viel einfacher, wenn du weniger riskierst. Und glaub mir, mit einem 100.000 Euro Account machst du trotzdem extrem viel Geld. Beispielrechnung, ich riskiere $250. Manchmal auch 300, nagelt mich jetzt nicht fest. Ungefähr
0,25%. So, was passiert mit einem richtig guten Risikomanagement? Ich mache an einem Tag, 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen, lass es sein, 1.000, 1.500 Euro. Wie gesagt, Copy and Paste. Mit $250 Risk, selbst 1.000 mitzunehmen. Überlegt mal, wie krass. Was macht man für 1.000 Euro? Was habe ich früher für 1.000 Euro im Monat geackert? Auf Baustellen, Tankstelle, Videografie, Fotografie, Instagram-Coaching. Alter, Copy and Paste. Ja, das heißt, habt ein Auge aufs Ratio. Das ist mein persönlicher Tipp. Das kann sein, dass es bei anderen Strategien anders wirkt. Ich bin kein Experte in anderen Strategien. Ich persönlich, Swing Trader, Steady, that's it. Da kann ich ja sagen, ich achte nur aufs Ratio. Noch ein kleiner Tipp für die Leute, die mit hohem Ratio arbeiten. Ihr kennt doch bestimmt den Satz, wow, ich riskiere 1% und mache 7. Dann sagt man, oh, ich kann 7-mal verlieren und muss nur einmal gewinnen mit plus minus 0. Ja und nein. Jetzt kommt die Erfahrung auch von einem anderen Trader, mir diese Informationen gesneakt. Bei FTMO gibt es sogar einen Calculator, wo ihr durchrechnen könnt, wie eine Strategie performt. Da könnt ihr 50 Mal einen Durchlauf machen und dann werdet ihr sehen, bei einem 1:7 Ratio, da gibt es ja einen Kandidaten, der ungefähr 20 bis 24 Mal verliert. Ich habe die Grafik erst gar nicht verstanden, bis ich durch und durch und durchgegangen bin. Dann habe ich verstanden. Bei einem Ratio, je höher das Ratio, desto normaler ist es, eine Stop-Loss-Reihe zu haben bis 20, 24 Mal. Und jetzt überlegt mal, wie krass würde es euch beeinflussen, wenn ihr nur 10 Mal hintereinander verliert? Jetzt mal no joke. Ich als Anfänger, 3-mal verloren, Strategie gewechselt. Mach das nicht. Wenn du deine Strategie gefunden hast, die mit deinem Alltag passt, stick to it. Aber freak nicht, also ne, rast nicht aus. So. Es ist normal, wie gesagt, statistisch normal, 20 bis 24 Mal Stop-Loss-Hits zu haben. Jetzt könnt ihr rechnen. 24 Stop-Loss-Hits mal 1%, Fremdkapital vorbei. Mit 0,25% sehr entspannt. Mein höchstes Stop-Loss-Folge war, hat aber nichts mit IM und Tools zu tun, sondern das war ich selber, waren 36 Stop-Loss-Hits. Ich habe die Strategie einfach mal ein bisschen ans Maximum gebracht, 36 Stop-Loss-Hits und einen Trade, den habe ich mir aber gesniped auf Gold und der hat alles platt gemacht. Das ist Ratio. Das ist wirklich Ratio. Ihr braucht Vertrauen ins Ratio. Baut Vertrauen in die Strategie auf. Vertraut den Educatoren. Das war auch ein Fehler, den ich die ersten 2 Jahre bei ihm gemacht habe. Irgendwann dachte ich, ich bin Gott und kann alles alleine. Das denke ich heute gar nicht mehr. Nie, nie, niemals. Always a student. Glaubt mir, das ist ja auch das, was Ilya preacht. Deswegen schätze ich Ilya so, weil der immer genau das preacht. Der ist immer lernbereit, immer am Fragen stellen. Ja, guess what? Channel 50. Das ist ultra krass. Bleibt immer in diesem Student-Mode. Was wurde in Barcelona gesagt für die Leute, die da waren? Die Leute haben sich gemeldet und gesagt, ey John, ich bin auch auf deiner Session. Dann sagt ein anderer Educator, ja, aber ich bin auch auf deiner Session. Und die wussten das fast gar nicht. Wie krass ist das denn? Das sind Top-Educator, die 6, 7, 8 Figure manchmal machen. Es gibt auch 8-Figure-Trader bei IM. Die gehen trotzdem auf die Session der anderen. Warum? Um fit zu bleiben, um nicht in diesen Ego-Mode zu kommen, sondern einfach immer lernbereit zu sein. Step 2, Emotionen. Überschätzt dich nicht. Haben wir gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Vertraue dem System blind. Ja, was heißt blind, blind, blind? Blind, blind. Und ich meine nicht, oh, du hast jetzt 3-mal Steady kopiert oder vielleicht hast du auch 5-mal Steady kopiert und oh, du hast einen Stop-Loss. Und was passiert dann? Kennt jeder. Ja, also sowas bei mir am Anfang. Steady? Nee, nehme ich nicht mit. Nee, nehme ich nicht mit. Dann hört man in der Gruppe Steady TP, Steady TP, Steady PP. Du denkst so, weißt du was, Mann? Das kann doch nicht sein. Ich nehme wieder mit. Was passiert dann? Du kriegst wieder den Stop-Loss-Hit und dann bist du in so einer Abwärtsspirale. Deswegen vertraue dem System blind. Find deinen Mentor, find deinen Experten und folg dem Typen. Ja? Folg dem Typen, ernte seine Erfahrung. Mach so wie ich. Ich bin ein Fan. Ich hatte das früher nie. Ich hatte keine Cristiano Ronaldo-Poster in meinem Zimmer. Das habe ich nie verstanden. Mittlerweile verstehe ich, man braucht ein Role Model. Ja, was heißt für mich Role Model? Ich habe es dem Barca auch erzählt. Ich habe John Dollery gestalkt. Ich mag den Typen sehr. Ich mag auch genauso Justin Sahin. Gar keine Frage. Aber mit John konnte ich mich identifizieren. Dann habe ich rausgefunden, was für Trades der noch setzt außerhalb Steady. Ja? Hat nichts damit zu tun, dass das nicht teilen will. Steady ist ultra kundenfreundlich. Ich habe komplett alle Einstiege gefilzt. Ich weiß genau, was die Jungs machen. Und danach habe ich gecheckt, das sind Genies. Das sind wirklich Genies, was die da. Also die suchen genau dieses eine spezielle Modell raus. Ja? Privat habe ich gesehen, aha, der nimmt dieselbe Technik nochmal woanders. Ja? Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, so komme ich rein. Darauf achtet er, die Uhrzeit, dies, das und jenes. Weil Steady verwöhnt uns auch schon, gar keine Frage. Aber es schadet nicht, meiner Meinung nach, da noch einen Funken mehr zu wissen. Noch ein bisschen mehr Information. Weil eine richtige Information, das wisst ihr auch, kann alles verändern. Be obsessed.
spricht für sich, ja, sei einfach besessen mit deiner Strategie. Wenn mir jemand irgendetwas, und Leute, ich bin seit 5 Jahren in diesem ganzen Game, wenn mir irgendjemand was erzählt, ey, ich habe was Geiles gefunden auf Krypto, hier mit Fibonacci, bla bla, dann mache ich so, cool, ja, wenn das für dich funktioniert, ist ja super, bumm, weg. Hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern Trading ist so speziell und so individuell. Wir könnten alle dieselbe Strategie traden, wir haben alle einen anderen Einstieg. Wir haben alle einen anderen Stop-Profit. Wir haben alle einen anderen TP, weil wir alle anders ticken. Andere Emotionen, andere Erfahrungen und so weiter und so fort. Ja? Sei aber einfach besessen, wenn es darum geht, diese Strategie zu lernen, zu verstehen, und beschäftige dich damit am besten jeden Tag. Ja? Ansonsten gehen wir mal über zur nächsten Folie. Kurz für die Vorteile für Trader, ja, the change, dein Kapital, deine Profite. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Jede Fremdkapitalfirma, ich habe mir alle angeguckt, ist ultra professionell. Die küssen Trader, die sich an deren Regeln halten, sondern nicht an die eigenen, sondern an deren Regeln halten, die küssen die. Ich bin super gut im Kontakt mit den ganzen Tradern. Teilweise waren wir schon im Kontakt mit dem CEO von einem anderen Firma, weil der gemerkt hat, ey Jungs, was ist denn da bei euch los? Wir hatten mal eine ganz crazy Woche, als der Ukraine-Krieg da ausgebrochen ist, und wir waren überall short. Das war Zufall, das haben wir jetzt nicht predicted, ne? Aber die haben sich direkt bei uns gemeldet und meinten so, ey, war das Absicht? Ist das alles gut bei euch? Und meinten so, ja, ja, wir haben einfach TP rausgenommen und dann, ja, ist halt was passiert. Ja, es sind einfache Regeln, beschäftigt euch auf jeden Fall, bevor ihr startet, mit den Regeln. Tauscht euch untereinander aus, stellt Fragen, schreibt mir, mein Gott, gerne, ja. Das sind kleine Informationen, die eigentlich alles verändern, weil Unsicherheit bei einer Fremdkapitalfirma ist halt auch nicht so praktisch, ne? Und dann hast du vielleicht deine Startsumme weggehauen und scheißegal, ob die Summe dich juckt oder nicht, aber es ist einfach unnötig. Es ist sehr unnötig, an den Start zu gehen, man ist nicht bereit. Ansonsten, es gibt flexible Konten. Ihr könnt genau mit dem Konto starten, auf das ihr Bock habt. Ob ihr 10.000 Euro wollt, 25, 50, ich glaube bei FDMO gibt es 80, ich kenne Firmen, da gibt es auch ein 100 und ein 200k. Ansonsten wird das später ja auch skaliert bis in alle anderen Dimensionen. Und das finde ich irgendwie mega, mega smart gemacht von den ganzen Companies. Nur nochmal so als Überblick, ja, was für einen Luxus wir als Trader haben. Ja, hier eine kleine Grafik, aber die ist ja ultra schlecht mittlerweile. Ja, eine kleine Grafik. Achtet eigentlich nicht auf das, was ihr da seht. Ich wollte einfach nur mal ein Backoffice-View zeigen, ja, dass die Leute schon mal ein Gefühl dafür kriegen, wie das aussieht. Relativ simpel. Rechts die Summe, links die Regeln. Und darunter noch ein paar Statistiken. Aber ganz unten ist eigentlich das Wichtigste, was ihr euch auf jeden Fall merken müsst, um einfach auch dieses Long-Term da reinzukriegen in Trading. Trading ist kein Fast-Money-Quick-Rich-System. Ist es nicht. Es ist ein langsam werdefreies System. Und wenn du das hier beherrschst, das sage ich auf jeder Präsi, jedem Call, seit 5 Jahren, wenn du das hier beherrschst, dann kann ich das für den Rest deines Lebens bezahlen. Fact. Unten die Rechnung. Ganz einfach. Sagen wir mal einfach, Account bei IM, 160 Euro. Ja, kleines Paket. 12 Monate, können wir mal die Kosten durchnehmen. Ein Funded-Account, da wo ich jetzt bin, natürlich könnt ihr eure Rechnung auch noch anders durchführen, 270 Euro. Ich habe das jetzt mal 2 genommen, für den Fall, dass man es nicht besteht. Ja, nicht zu bestehen, passiert. Ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon einen Account verloren. Aber ich habe ja nicht den ganzen Account geblockt. Ich habe einfach nur nicht nach den Regeln gehandelt. Passiert, Menschen machen Fehler, wieder angemeldet. Wenn ihr einen Payout bekommt bei einem 100k-Account, dann sind das 6.700 Euro, schon mal in Euro umgerechnet. Das heißt, ihr habt so oder so einen Profit fürs Jahr von 4.240 Euro. Und das ist extrem sexy. Und das ist Long-Term Thinking. Stresst euch nicht. Wirklich, stresst euch gar nicht mit irgendwas. Eure Zeit wird kommen. Wenn du bereit bist, dann wird das sowieso alles funktionieren. Ja, meine 3 Schlüssel, ja. Sofern ist dein Leben um mehr als 100%, meiner Meinung nach, und ihr seht es, ganz, ganz simple Punkte. Punkt Nummer 1, Lot Size Calculator. Der Lot Size Calculator ist deine Waffe. Ohne den Lot Size Calculator ist es wahnsinnig, ohne den zu traden, meiner Meinung nach, komplett. Punkt Nummer 2 ist ein Trading Tool von IM. Das ist deine geheime Superpower. Das hat niemand da draußen. Schon gar nicht die Leute, die denken, IM, nicht mein Problem. Ich bin bei IM seit 5 Jahren. Ich kann nicht sagen, ich habe jedes Produkt einmal getestet, funktioniert. Die Frage ist nur, ob du funktionierst. Ja, und wenn du ein Tool wirklich richtig beherrschst, dann ist es deine Geheimwaffe. Punkt. Step 3, nochmal Trading-Psychologie. Ja, sei ein Student. Ich habe es vorhin schon gesagt. Immer studiere die Besten, lerne von den Besten, sei einer von den Besten. Und da haben wir ja den Vorteil, copy-paste, copy-paste. Gerade für Leute, die am Anfang stehen.
Wenn du nicht mindestens ein Jahr eine Strategie tradest, sag niemals, ich brauche die Live-Sessions nicht, ich kann das ohne. Ich muss mir die Analysen nicht angucken, ich kann das ohne. Wir sind keine Maschinen. Die bei AM sind Maschinen. 5 bis 25 Jahre Erfahrung haben die ganzen Educator. Teilweise sind Leute ausgebildet worden von Terry und die Leute, die Terry kennen, wissen, der ist ein Beast. Der ist ein Beast im Trading. Ja? Lerne von den Besten, sei einer von den Besten. That's it. Die Folie, einfach eine kleine Animation. Ich weiß, ihr habt ein Bootcamp, ich weiß, ihr seid alle nicht so weit davon entfernt, egal wie lange ihr dabei seid, ihr seid nicht lange davon entfernt, mit Fremdkapital anzufangen. Für die Leute, die schon sich bereiter fühlen, hier vielleicht eine kleine Motivation. Ja, ich sage immer so, in den nächsten paar Tagen ist Warm-up. Warum in den nächsten paar Tagen? Compressed Timeframe. In einer kurzen Zeit besessen sein von der Strategie mit der Motivation, ich kann nach 2 Wochen ready sein für einen Fremdkapital-Account. Ja, sagt jetzt nicht in der Orga, Felix hat aber gesagt, ich bin 2 Wochen ready. Das muss jemand überprüfen, der die Trading-Erfahrung hat, meiner Meinung nach. Ja, aber stell dir einfach ein 2-wöchiges Demokonto bei FTMO. Das kostet dich gar nichts. Und du kannst dich schon mal A, an die Summe gewöhnen, B, an die Regeln und C, einfach mal schon mal in den Mode kommen. Einfach schon mal reinkommen, was ist, wenn ich ein Fremdkapital-Trader bin. Ja, das ist mein absoluter Tipp. Ansonsten machen wir mal weiter zur nächsten Folie. Und das ist mein absolutes Lieblingszitat. Vielleicht kennen die Leute dieses Zitat aus dem Video von Christopher Derrick. Wenn nicht, hör dir das in den 2 Wochen jeden Morgen an. Jeden Morgen. One trade can take away all the pain of your entire family. Und ich weiß nicht, was die Leute hier auf diesem Call alles erlebt haben. Ich kenne nur meine Geschichte. Ich kenne teilweise die Geschichte der Führungskräfte. Und manchmal denke ich mir, holy shit. Und ich dachte, ich hatte ein schweres Leben. Ja, wir alle haben unsere Geschichte. Wir alle müssen unseren Weg gehen. Aber vergiss nie, das, was du hier machst, kann so krass werden, dass du einen Trade setzt, einen Trade auf einem 100.000-Euro-Account und der läuft. Und du weißt, wenn 6.700 Euro auf dein Konto kommen, dann ändert das dein Leben. Bei 6.700 Euro? Holy shit. Bei wem ändert das nichts im Leben? Mal ganz ehrlich. 300, 400, 500, 600 Euro waren auch schon krass damals als Platinum 600. Payouts im Trading, 300, 400, 500 Euro, war auch schon krass. Ja, aber bekommt die Perspektive für das, was Christopher Derrick gesagt hat. Er versteht nicht, wieso Menschen 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Jobs machen. Wenn sie sich einfach nur auf AM konzentrieren würden, könnte ein Trade alles lösen. Genauso wie ein Event alles auslösen kann. Ein Call kann alles verändern. Absolut. Genialer Typ, Christopher Derrick. Guckt euch auf jeden Fall das YouTube-Video an. Ich weiß, ihr feiert auch die ganzen YouTube-Videos, habe ich gerade gesehen mit Austin Godsey. So, kurz beiseite, da stand nichts. Perfekt. Ups. Da stand nichts. Erste Challenge, zum Beispiel bei uns, einfach nur mal als Beispiel, ist 8% Gewinn in einem Monat. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2 ist, mindestens 10 Handelstage haben. Und für die Leute, die schon Kontakt damit hatten, und die Leute, die noch keinen Kontakt damit hatten, was bedeutet das? Mindestens 10 Handelstage. Nicht 9, nicht 8, nicht 7, nicht 6, nicht 5, nicht 4, nicht 3, nicht 2, nicht 1. Ich habe Trader bei mir, die durch die Produkte von AM zu mir kommen und sagen, Alter, Felix, ich hab die 8% drin. Und dann sage ich, cool, wie viele Handelstage hast du? 2. Und dann sage ich, viel Spaß bei der E-Mail. Ja, warum? Die Regel ist, mindestens 10 Handelstage zu haben. Ja, aber was sollen die denn machen? Wollen die jetzt meckern, dass ich das irgendwie nicht geschafft habe? Ich sage, ich habe nicht die Regeln aufgestellt. Ich will aber die 100.000 Euro haben, also trade ich nach den Regeln. Ja, das kann doch nicht sein. Doch, das war ja die Regel, das haben wir vorweg geklärt, oder? Das weißt du ja. Ja, das weiß ich. Aber die werden doch nicht meckern. Doch, das ist ja die Regel. Und deswegen nochmal als Tipp, schreibt das dazu, warum mindestens 10 Handelstage und was der Trick dafür ist, 0,25% bis 0,5% zu riskieren pro Trade. Das ist der Trick. Das ist das, was ich meinte mit, ey, wir sind bei einem so krass geteacht und haben so krasse Signale. Holy shit. Leute, ich bin in Facebook-Gruppen drin, da fragt wieder letztens einer, wie viel Rendite die in der Woche machen. Ich komme jetzt mal kurz zurück. Was glaubt ihr, wie viel Rendite andere Trader machen, die nicht bei einem sind? Ich komme mal ganz kurz zurück. Nagelt mich jetzt nicht fest. 5% die Woche. Ja, Mann, du hast schon geschrieben. Lukas Pinter. 0,25%.
Und dann sagt einer, was, wie machst du nur 0,25% die Woche? Ich habe letzte Woche 0,175. Dann denke ich mir, was riskiert man denn da? Keine Ahnung. Ja, das sind dann Leute, die sagen, ich brauche keinen Lot-Size-Calculator, ich riskiere 10 Euro. Ich packe da 50 Euro rein. Das ist kompletter Käse. Halte ich an ein Risikomanagement und gib ihm. Aber wisst ihr, was ich meine? Für uns ist es normal, 1% riskieren, 3, 4, 5, 6, 7% machen. Vielleicht nicht durchgehend jede Woche, ja, aber überleg mal, 0,25%, da wird gefeiert in dieser Facebook-Gruppe. Ich sehe, hier sind ganz, 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 ganz viele Direktnachrichten. Wir klären das vielleicht nachher im Q&A, aber jetzt gerade auf jeden Fall nicht drin. Alright, mindestens 10 Handelstage können wir abhaken. Ja, dritte Regel, maximal 10% Minus. Das heißt, ihr könntet bis 9,99% im Minus sein. Ja, bloß nicht Drawdown. Im Minus sein und ihr könntet danach trotzdem wieder recovern, was ich schon geschafft habe, also no flex, aber das war sehr stressig. Ich habe von minus 9 auf plus 12 hochgeschossen. Ist möglich, ist innerhalb der Regel, niemand meckert. Ich habe die Regel bei uns, es gibt noch andere Regeln bei anderen Firmen, beschäftigt euch damit, zum Beispiel nicht mehr als 5% am Tag zu verlieren. Ja, das ist die Regel, für die ich mich entschieden habe. Es gibt auch positive Trading-Tage, das fühle ich so gar nicht mit Steady. Klar, es gibt andere Strategien, da ist das praktischer. Das ist einfach Dinge, die man besprechen muss, vielleicht mit Menschen, die schon da sind. Einfach fragen, naja, hey, bist du bei Fremdkapital? Ja, welche Strategie nimmst du? Hey, welche Einstellung hast du? Ja, aber ich spreche jetzt nicht für alle Fremdkapitalfirmen, also nagelt mich da nicht drauf fest. Zweite Challenge, also erster Test, zweiter Test, zweite Challenge, ist 4% gewinnen. Jetzt überlegt mal, 4% gewinnen in 2 Monaten. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, hä, ist das ein Tippfehler? Ich muss die Hälfte machen und habe doppelt so lange Zeit. Was meint ihr, was das für ein Trick ist? Das ist ein Psychology-Trick, 100%. 4% in 2 Monaten, was macht der Average Trader? Das ist ja easy. Ist ja easy, das mache ich. Guess what? Als ich den 10K-Account hatte, habe ich den ersten 100K-Account wegen dieser Überheblichkeit verloren. Das war richtig dumm. Es waren ja nur 4%. Ich hatte 2 Monate. Ich habe den Account verloren in 1,5 Wochen. Ja. Lasst euch nicht von Regeln irgendwie hypen, aber auch nicht runterziehen. Es gibt Leute, die meckern dann über die Regeln. Dann denke ich mir, Alter, warum hast du dich angemeldet? Macht ja gar keinen Sinn. Ja, andersrum auch nicht irgendwie manipulieren lassen, dass man überheblich wird. Ansonsten auch mindestens 10 Handelstage. Auch da am 9., 10. Tag eher erst das Ziel erreichen. Das Schöne ist, ihr braucht nicht 2 Monate traden. Ihr könnt auch genauso in 10 Handelstagen jeweils pro Challenge fertig sein. Aber da auch jetzt kein Push und das müsst ihr unbedingt schaffen. Nein, nein, nein. Das ist wie, es sind Wahrscheinlichkeiten im Trading im Game. Ja? Wenn das jemand schafft, freut euch für den. Versucht aber nicht, das Ganze nachzumachen. Es ist total Schwachsinn, irgendwas zu versuchen, genau dieselben Prozente nachzumachen. Trading ist crazy. Die Märkte sind crazy. Wir haben keine Glaskugel. Wir können nicht dieselben Ergebnisse erzielen. Löst euch von diesem Gedanken, genau dieselben Ergebnisse zu haben wie euer bester Freund, eure beste Partnerin oder whatever. Macht euer Ding. Konzentriert euch auf eure Regeln, auf euer Risikomanagement, auf euer Mindset. That's it. Da auch maximal 10% Drawdown, ansonsten 5% Loss am Tag Regel. Und damit ja, bin ich einfach durchgestartet. Ja, habe das Ganze angegangen, habe mich ans Risikomanagement gehalten, habe Steady genutzt, bin auf die Sessions gegangen und dann schwuppdiwupp war ich da und konnte selber nicht glauben. Ansonsten, ich habe gesehen, viele Leute haben mich markiert. Ich will jetzt hier bloß nicht eine auf Eigenwerbung machen, aber es haben mich, glaube ich, über 22 Leute markiert auf meinem falschen alten Account. Was heißt falschen? Auf meinem alten Account. Ja, ich wollte einfach einen neuen Account machen im Trading. Und wer Bock hat, kann mich da gerne markieren, nur dass ihr es wisst. Für die Leute, die sich denken, warum hat der irgendwie gar nicht reagiert oder mir nicht geantwortet? Ist der hochnäsig? Ist der, was ist mit dem los? So, weil ich schon dachte, shit, ey, jetzt, ich habe mich da eingeloggt und gesehen, dass da so viele markiert haben. Für die Leute, die das interessiert, die sich auch mehr mit Steady und dem ganzen Konzept dahinter beschäftigen, lasst uns gerne connecten, lasst uns austauschen. Ansonsten werde ich auch ein bisschen mehr Content wieder hochladen zum Thema Analysen, zum Thema Top-Down-Analyse und so weiter und so fort. Alright. Ansonsten war es das. Ich sehe, wir haben unglaublich viele Fragen. Ilja, du musst mir kurz sagen, noch Q&A hinterher? Habt ihr noch was geplant oder habe ich die volle Stunde? Wir können gerne noch ein paar Fragen machen. Einfach 3, 4, 5 Fragen, die du als wichtiger siehst, wo du denkst, die wären so am wichtigsten zu verstehen. Alright. Boah, wie viele Fragen das sind, ey. Ja,
Yes, ich habe nur mit Steady die Fremdkapital Challenge gemacht. Hab zusätzlich, aber macht es nicht, eigene Trades gemacht, weil da muss ich am Anfang dann auch wieder spüren, ey, das ist einfach Schwachsinn. Macht Steady, geht auf die Session, stalkt Justin Sahin, stalkt John Dory, stalkt Weird Gene und zieht das durch. Funding Talents, nee, ich bin bei Trader Central Fund. Die sah damals sehr schlecht aus, die Seite, und ich weiß, sie hat auch sehr schlechte Bewertungen, aber ich dachte mir ganz ehrlich, wenn das kein Ausdruck wird, dann mache ich es. Ich war der Erste, der gefühlt, habe mir einen 10K-Account geholt und dachte mir, ist irgendwie voll chillig. Die Seite ist zwar ein bisschen unübersichtlich, aber mein Gott, da kann man sich durchfuchsen. Und dann waren wir auch schnell in Kontakt mit sehr guten Leuten. Florian, Trader von mir, der mit ein bisschen mehr Kapital tradet mittlerweile, das geht im siebenstelligen Bereich. Der hat auch letztens geschrieben, ja, ich bin im Kontakt mit dem CEO, voll chillig, bla bla bla, und die tauschen sich dann einfach irgendwie aus. Wo ihr seid, ist egal, ich weiß, dass alle Firmen gut sind. Wir haben genauso FTMO-Trader bei uns, das ist dann meistens U30, da passt das ziemlich gut mit den Indizes, da wo ich bin, passen Indizes nicht so gut, aber Swing-Trading, zu damaligen Zeiten gab es das bei FTMO nicht, deswegen haben wir umgeguckt, hey, wir wollen Swing-Trading und übers Wochenende, und so kam das dann. Aber wo ihr das macht, macht es da, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Wenn euch die Seite schon abfuckt, sorry für dieses Wort, aber ein paar Leute hat das damals bei Trader Central auf jeden Fall gestört. Wenn euch die Seite stört, melde dich da nicht an. Es ist ja ein Partner, mit dem du zukünftig langfristig arbeiten willst. Wenn du die Seite schon doof findest, mach's nicht. Aber FTMO ist halt FTMO, muss ich sagen. FTMO ist wie Nike, Adidas, ne? Die wissen, was sie machen, und jetzt ploppen die ganzen Firmen halt auf, weil es gibt halt ziemlich viele Trader. Ich denke schon alleine von IM. Kann man das Ziel von 8% erreichen? Dann einfach. Nee, gute Frage. Kann man, wenn man das Ziel von 8% erreicht hat, dann einfach 0,01 Lot Size nutzen und tradet direkt wieder closen? Auf gar keinen Fall. Ist auch schon einer durchgerasselt. Mein bester Trader hat das gemacht, direkt E-Mail geschrieben, meinten, ist No-Go. Absolut No-Go. Entweder du tradest mit selben Risikomanagement weiter und machst einen Stop-Profit oder Break-Even, aber nicht diese Mikro-Lots-Geschichten. Das feiern die gar nicht. Das fällt sofort im System auf. Ja, da kamen sehr viele Fragen mit dieser Lot-Size, mit der ganz kleinen. Einfach nein. Die Frage kam sehr oft. Sehr, sehr oft. Oder waren das dieselben Leute? Ja, das waren dieselben Leute. Ist das ein Problem, wenn zum Beispiel in 3 Tagen 8% macht und dann in den restlichen Tagen mehr Prozent? Vielleicht verstehe ich das falsch, aber alleine schon die 3 Tage, nein. 10 Handelstage. Minimum. Also Minimum. Versteht das nicht falsch. Minimum. Nicht drunter. Seid ihr drunter? Viel Spaß beim Rechtfertigen. Gibt Ärger. Das sind deren Regeln, und die wollen konservative Trader. Wir sind BAM, ich sag's euch, wir sind Trader auf Steroiden oder so. Also glaubt mir wirklich, wir sind sehr, sehr, sehr gut geteacht. Würdest du dich auf eine Strategie konzentrieren oder geht kombinieren zum Beispiel Steady und Goldcard auch sehr gut? Puh, nein. Und das hat mir auch genau derselbe Trader, ich rede die ganze Zeit immer von diesem selben Trader, der dir diese Tipps gegeben hat. Der hat gesagt, Felix, ich trade seit 6 Jahren. Und jetzt fange ich erst an, eine Strategie zu nehmen, die auch auf DAX basiert ist, um da irgendwie kurzfristig noch zu handeln. Und das kann ich euch mitgeben. Euer Kopf verarbeitet das nicht. Wir alle haben vielleicht noch einen Job. Ja, vielleicht sind ja auch schon die ein oder anderen IBOs mit dabei, mit Rank, Partner, Freundin, Freund, wie auch immer, Familie. Es passiert doch ständig irgendwas. Also warum wollt ihr euch so viel abverlangen, dass euer Gehirn doppelt mitdenken muss? Einmal Gold Cup, einmal Steady, am besten noch Vibrator, Käse. Mach eine Sache. Wenn du diese eine Sache über diese Linie bringst, ja, über diese eine Ziellinie bringst, dass das so stabil ist, dass du zum Schlaf kannst, dann kannst du darüber nachdenken, meiner Meinung nach. Aber ich würde nichts kreuzen, nicht dies, nicht das, eine Sache straight. Weil wenn diese eine Sache dir straight Geld bringt, warum willst du was anderes machen? Genauso wie wenn Leute mich fragen, wie viele Währungspaare spielst du? Mittlerweile mehr. Aber das Smarteste ist doch, auf einem Spielfeld gut zu sein. Wenn du jetzt sagst, ich will nebenbei auf Demo die ganze Zeit eine Analyse machen, neben Steady. Ja, du kannst ein Währungspaar. Wenn du da der Beste bist, und ich vergleiche das auch mit Gaming, ich habe früher Counter-Strike gespielt, League of Legends, whatever, aber Counter-Strike ist das beste Beispiel. Es gibt Leute, die sind auf der Map gut, Leute sind auf der Map gut. Logischerweise, wenn du richtig Bock hast, einen guten Abend zu haben im Gaming, du nimmst die Map, wo du gut bist. Du wirst nicht auf eine Map gehen, die du nicht kannst. Niemals. Aber im Trading macht man das, weil man glaubt, man verpasst was. Aber glaub mir, du machst dich da oben ein bisschen gaga,
und du hast gar keinen Fortschritt. Minimal. Glaub mir. Glaub mir, glaub mir, glaub mir, glaub mir. Boah, warte mal. Wann hast du gemerkt, dass du bereit warst? Bereit auf Fremdkapital? War ich anscheinend schon vor 2 Jahren, weil der genau der gleiche Trader, über den ich geredet habe, der hat mir damals schon gesagt, oh, melde dich mal bei Fremdkapital an. Ich dachte, oh, ich bin zu grün hinter den Ohren, mein Gott, ich brauche bestimmt so einen Börsenführerschein oder so und habe es dann liegen lassen. Als ich mich jetzt letztens angemeldet habe, das heißt letztens, das war letztes Jahr August, da habe ich gemerkt, wow, okay. Weil wenn ihr alle Steps befolgt, ihr habt eine Strategie, ihr haltet euch ans Risikomanagement und ihr arbeitet an eurem Mindset. Deswegen sage ich mal 3 Säulen. Die Leute, die in Barcelona waren, wissen, was ich meine. 3 Säulen. Ja? Ohne diese 3 Säulen funktioniert gar nichts. Wenn du dich daran hältst und du deiner Strategie blind vertraust und dem Educator, try it. Mach 2 Wochen Demo-Phase bei FTMO, dann wirst du schon wissen. Wenn du nicht sicher bist, mach 4. Mach so lange, bis du merkst, okay, es ist wirklich immer das Gleiche. Das ist das, was ich gecheckt habe und da habe ich gemerkt, ich bin bereit. Soll man trotzdem 0,25% riskieren, wenn man wie Starboy Swing Trades macht? Ja, also mache ich ja. Wie gehst du damit um, wenn du weißt, dass du nicht genügend Trades im Monat hast, um auf 10% zu kommen, aber nach der Challenge wieder dein Risiko runterschrauben auf 0,5%? Warte mal, wie gehst du damit um, wenn du weißt, dass du nicht genügend Trades im Monat hast, um auf 10% zu kommen, aber nach der Challenge wieder dein Risiko runterschrauben? Verstehe ich nicht ganz. Sorry, ich mache mal weiter. Ein bisschen Zeitdruck. Ist die FTMO-Anmeldung kompliziert? FTMO-Anmeldung ist ultra einfach. Also ganz normales Anmeldeformular, wie bei AM, wie bei jedem anderen Broker theoretisch auch. Wählst dein Konto aus, bezahlst, that's it. Noch einfacher ist, das Demo-Konto da zu öffnen. Ne? Also die 2 Wochen Probe. Geht auf die Seite ftmo.com, Free Trial, Daten hinterlegen. Dann kannst du direkt auswählen. 10.000 Euro Konto, 25 oder 80. Ich kenne die Staffelung da nicht 100% bis zum Ende durch. Und dann kriegt ihr instant die MetaTrader-Daten. Instant. Das würde ich jedem empfehlen, der jetzt auf diesem Call war, eigentlich nur noch da diese Free Trials zu machen, damit ihr euch schon mal da oben darauf programmiert. Würdest du vor der FTMO-Challenge ein Echtgeldkapital eröffnen, um ein Gefühl zu bekommen? In meiner Einarbeitung mache ich das sehr, sehr gerne, seit Jahren. Auf jeden Fall nach einer ordentlichen Demo-Phase das erste Mal Echtgeld, weil da kommen Echtgeld-Emotionen mit ins Spiel. Ja, Demo ist Kindergarten, für die Leute, die wissen, was ich meine. Demo ist alles cool und easy, ja, bis man das erste Mal so einen harten Drawdown hat, weil man sich vielleicht verrechnet hat oder whatever. Und dann gehen die Emotionen richtig los. Ja, ich mache es gerne. Wir haben aber auch mittlerweile Leute, die haben nie ein Demo-Konto oder ein Echtgeld-Konto. Demo-Konto ja, aber die haben nie ein Echtgeldkonto Eigenkapital angepackt. Wir haben sie direkt da reingepackt, weil die gesagt haben, ob ich jetzt 260 Euro auflade oder wie auch immer, wie teuer das Konto ist, ja, oder mir einfach direkt dieses große Konto holen. Mit der Idee, dass wir gesagt haben, hey, wenn du jetzt konstant tradest, was du vorher bewiesen hast, dann ist das Outcome ja viel größer. Wie ist der Unterschied zwischen normal und aggressiv? Musst du jemanden fragen, der bei FTMO ist. Ich bin, wie gesagt, FTMO nur zum Üben gewesen. Ich war dann direkt einfach bei Trader Central Fund. Das ist irgendwie so passiert. Ich schwimme halt gern gegen den Strom. So. Ich habe meine eigene Strategie entwickelt, aber bin sehr profitabel. Wie soll ich vorangehen mit GoLive? Das müsste man irgendwie anders klären. Das kann ich nicht beantworten. Schreib mir mal auf Instagram gerne. Weil eigene Strategie, da muss man jetzt überprüfen, wie gut die ist. Nicht, dass die Leute mich jetzt falsch verstehen, muss man erstmal überprüfen, wie gut die ist und wie man vorangeht mit GoLive. Geh weiter auf GoLive. Also ich frage mich immer, wer bin ich, dass ich GoLive nicht mehr brauche? Wenn in Barcelona Educator auf der Bühne sitzen, die 7-stellige Profite fahren. Also das sage ich nicht nur so, das ist so. Wenn die sogar sagen, dass sie auf die Session von einem John gehen, von einem Menikionis, wisst ihr, was ich meine? Wenn ein Trade über mehrere Handelstage läuft, zählt das als Handelstag? Nein, ein Trade, ein Handelstag. Also nicht, dass ihr 2 Trades setzt und dann habt ihr 2 Handelstage, das nicht. Ja, pro Tag entsteht ein neuer Handelstag, sobald ihr einen Trade setzt. Warum hast du dich für dieses Unternehmen entschieden? Boah, einfach weil da keiner war und ich mir dachte, warum nicht? Kostet 260 Euro für 100k. Ja, mit Steady Copy and Paste Challenge gemacht. Wir haben natürlich noch ein paar interne Geschichten laufen, weil wir haben, wie gesagt, ich habe einen Trader in meiner Organisation, der hat 1,4 Millionen Fremdkapital.
wir haben halt alles gestalkt. Wir haben 2 Jahre lang John und Justin Sahin gestalkt. Also alles. Alles gestalkt. Bei Instagram den Trade gescreenshottet, GPUSD, den er irgendwie gedaytradet hat, den rausgefunden, nachgezeichnet, Parameter rausgefunden. Und ich meine, gestalkt. Gestalkt, gestalkt. 2 Jahre lang. Lockdown kam und ich habe gesagt, boah, ich bin bei AM, was mache ich jetzt? Lockdown. Viel Zeit. Networken, ja gut, aber das Lockdown. Und ich dachte, ey, scheißegal, was ich bis heute weiß, ich lasse mich von AM nochmal komplett neu ausbilden. Und habe 3-mal das Bootcamp geguckt von Bounceback, was ich auch jedem empfehlen kann, der noch ein bisschen tiefer in die Materie will, wenn der mal irgendwann eigene Trade sitzen will. Es würde euch extrem helfen. Tradehouse sind geisteskranke Leute, die haben eine geisteskranke Akademie, wo Go-Live-Sessions verkoppelt sind. Das habe ich 3-mal geguckt. 3-mal hintereinander. Und das waren viele Videos, da sind Filme mit bei, um Verständnis aufzubauen. Und wie gesagt, dann 2 Jahre lang im Anschluss die ganze Zeit trainiert. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Stunden. Dann kann man auch eigene Geschichten machen. Vorher, ich sag's euch, die Trades, die ich da in diesen 2 Jahren gesetzt habe, komplett Käse eigentlich. Würdest du FCMO starten, trotzdem Krieg? Ja. Also nicht, dass mir das egal ist, versteht mich nicht falsch, aber unabhängig. Ich will weder Geld machen mit dem Krieg noch sonst irgendwas. Ich will eher, dass das da aufhört, aber ob ich das jetzt mental in meinen Kopf lassen soll, eher nicht. Wieso achtest du auf verschiedene Sessions, wenn du tradest und wie wichtig ist das? Sehr wichtig, sehr wichtig. Also wer sich mit Timings auskennt, kann ich jedem empfehlen, zeichne dir London Low, London High, New York Low, New York High, zeichne dir die mal ein, immer im Chart und guck mal, was dann passiert, was dann breakt. Dann wirst du auf jeden Fall so einen Schlüsselmoment haben, wo du checkst, okay, das ist Timing. Ja, weil in jeder Session werden immer Highs und Lows gebrochen. Du musst nur verstehen, wer hat die Flagge, so, wer hat die Pole Position. Und dann wirst du merken, wie wichtig Sessions sind. Alright, ich sollte nur 4-5 Fragen machen, aber ich habe ein bisschen mehr. Hast du eine Trading-Routine? Also machst du immer, bevor du tradest? Ey, wichtige Frage, weil die habe ich früher auch immer gestellt. Ich bin ganz, ganz ehrlich. Ich will es jetzt nicht eine Trading-Routine nennen, weil ich habe allgemein Routinen. Also Routinen sind alles. Eure Habits, ja, wie sagt man, es gibt doch einen coolen Spruch auf Englisch. Ich kriege den gerade nicht hin. Wenn ihn jemand weiß, schickt mal kurz in die Kommentare. Aber deine Routinen formen dein Schicksal letztendlich so. Und ich habe Routinen für alles. Angefangen morgens, safe. Deswegen feiere ich immer, wenn die Videos so starten, irgendein Video von AM, Leuten. Austin Godsey, Christopher Derrick, das Event, dieses, das, da, die ganze Zeit. Das ist meine Routine. Und dann bin ich eigentlich ready für den Tag. Ja, ich habe das Glück, ich darf seit 3 Jahren von zu Hause arbeiten, unter anderem durch das passive Einkommen und andere Einkommensquellen. Das heißt, mein Start in den Tag ist absolut heilig, also komplett heilig. Dankbarkeitslisten, kompletter Gamechanger fürs Leben. Wer es immer noch nicht macht, bitte mach's. Und egal, ob du daran glaubst oder daran nicht glaubst, religiös bist, nicht religiös, spirituell oder nicht spirituell, glaub mir, Dankbarkeit ist der absolute Gamechanger. Absolut. Ja, und wenn ich dann so meinen Tag starte, dann ist eigentlich alles safe. Dann ist auch mein Trading safe, easy peasy. Eine wichtige Trading-Routine, die du aufbauen solltest, ist, wenn es dir trotzdem nicht gut geht, tradest du nicht. Punkt. Mach dir nicht den Stress. Boah, ich check jetzt erst, wie viele Fragen hier sind, ey. Ist FDMO nur für Forex oder Krypto? Da weiß ich, dass wir da auch die ganzen Krypto-Leute haben. Das funktioniert bei uns nicht so gut. Deswegen FDMO ist Baba, wirklich Baba. Die sind wirklich gut mit Indizes, die sind gut mit Kryptos. Wir haben auch einen, der hat einfach nur mit Bitcoin und Ethereum-Trades die Challenge bestanden. So richtig strange, wo ich mir denke, Alter, ich mache voll die Wissenschaft mit Steady und so, hab da voll gestalkt. Und der macht einfach ein bisschen mit Swipecoin, macht dann auf einmal das erste Mal. Ein Typ, der auch voll anti war. Seine Freundin ist bei uns, er voll anti, meldet sich an, guckt 2 Monate die Videos, nimmt Swipecoin, ein bisschen Fibonacci und guckt, ob die Trades valide sind oder nicht, besteht ein Challenge, wo ich mir dachte, oh, holy shit.
ja, wenn ihr nur noch Starboy, dann nimm dir halt noch John dazu, ne? Also nimm dir noch John dazu. Guck dir vielleicht auch zwischendurch ein bisschen Zachary Hogan an, weil die Strategien sind ähnlich aufgebaut. Das ist dieselbe Substanz eigentlich dahinter. Nur Steady ist halt sehr edel gemacht, muss ich sagen. Sehr, sehr kundenfreundlich. Wie lange dauern deine Trades in der Regel? Wenn es blöd läuft, ein Tag. Wenn es richtig gut läuft, 1 bis 2 Wochen. So, dann bin ich eigentlich immer ganz fit und happy damit. Ich hole mir aber auch Re-Entries. Auch ein kleiner Tipp für die Leute, die jetzt noch wach und zuhören sind. Ja, ihr kennt das doch bestimmt. Ein Trade läuft, geht in Stop-Loss. Was machst du Re-Entry? Das machst du bestimmt 3 bis 5 Mal. Und jetzt der Game-Changer von einem Trader, der gesagt hat, warum nimmst du dann keine Re-Entries, wenn er in die richtige Richtung geht? Und dann dachte ich mir, den habe ich auch erst vor 4 Monaten gehört. Was dadurch passiert ist, meine Ratio ist gleich geblieben natürlich, also immer gleiche Ratio, immer gleichen Risk, aber meine Profits, das ist ja logisch, überleg mal. Wenn er in die richtige Richtung geht, nimmt fast keiner Re-Entry. Wenn er aber die ganze Zeit den Stop-Loss-Hit ist, dann gehst du rein. Warum nicht, wenn er in die richtige Richtung geht? Ja, deswegen mastert die Strategie. Wenn ihr die Strategie mastert, findet ihr auch automatisch Re-Entries. Nehmt Steady als Indikator fürs erste Signal und wenn ihr es drauf habt, könnt ihr irgendwann mal damit Re-Entries nehmen. Aber keine eigenen Faxen machen oder Counter-Trading oder sonst irgendwas. Swipe-Coin ist Liebe, ja Mann. Also Swipe-Coin ist ultra wild. Das Demo 2 Wochen ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Ein Free-Trial. Komplett 2 Wochen kostenlos. Kannst du so oft machen, wie du willst, was ich halt ultra, 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 ultra nice finde. Tradest du mit Smart Money Konzept auch BTC, USD? Nein, ich habe Analysen laufen, aber ich sage euch, Kryptos mit dem ganzen Smart Money Konzept, da merkt man eigentlich, dass Kryptos total auf Steroide hoch 2 sind. Also da wird jeder meiner Stop-Loss-Regel, die ich normalerweise aufgebaut habe, komplett zerstört. Also Kryptos ist crazy. Ich weiß aber, dass Leute da einfach richtig Retail traden. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Ey, es war mir eine absolute Ehre, vor euch sprechen zu können. Man mit knapp über, wir waren fast 850 Leute. Ich denke, 900 Leute waren hier irgendwie auf dem Call. Abschließende Worte von mir. Bleibt am Ball. Fangt an, langfristig zu denken. Hört auf, euch zu stressen. Stress im Trading ist sowieso nicht gut. Wenn ihr zu stressig durch den Alltag lauft, dann altert ihr auch schneller und kriegt Falten und so. Also ein Quatsch. Ey, stresst euch nicht, Mann. Ich habe mir damals einfach ein Commitment gesetzt, hands down, wirklich. Ich habe mir gedacht, ey, wenn das hier 10 Jahre dauert, dann ist doch scheißegal. Wenn in 10 Jahren, so wie Austin Gottsheil es immer sagt, jeden Tag Geburtstag ist, dann ist auch scheißegal. Wirklich, komplett scheißegal. Hab das in meinem Kopf, hab deine Ziele vor den Augen, bau Routinen auf, sei dankbar. Dankbarkeit hat wirklich sehr, sehr viel in meinem Leben verändert, muss ich sagen. Und ich war nie dieser Typ. Ich dachte immer, ich bin zu cool für sowas, aber ey. Ich sitze manchmal in meiner Morgenroutine, bin ultra glücklich auf IM, bin mega dankbar, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten können, wie auf diesem Call und bin kurz vorm Bein. Das ist einfach, das ist fucking Dankbarkeit. Das habe ich in meinem Leben, war ich noch nie so glücklich wie jetzt, muss ich euch sagen. Und habe seit keine Ahnung wie vielen Jahren auch keinen Alkohol mehr, keine Partys in meinem Kopf und wie gesagt, ich bin so glücklich wie in meinem Leben noch nie zuvor. Meine Mutter konnte das selber nicht glauben, weil sie meinte, wie du bist anders geworden. Ich sage, Mama, das ist crazy und ich lebe ja dieses langweilige Leben. Ja, ich lese Bücher, Hörbücher, mache eine Dankbarkeitsliste und ich habe ihr einfach straight ins Gesicht gesagt, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Und das wünsche ich mir für jeden von euch, Leute. Bleibt am Ball, keep going, lasst uns connecten. Vielen, vielen Dank für diesen Call, Ilja. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit, vor diesen Menschen zu sprechen. Ansonsten würde ich es zurückgeben an dich, Bro. Alright, perfekt, perfekt, perfekt. Super. Ey, geisteskrank, dann danke ich dir erstmal vielmals für deine Worte und vor allem für diesen geilen Part. Es hat definitiv extrem vielen Leuten, ich habe schon gemerkt, auch in den Gruppen, so die Leute schreiben, ey, krasser Call, danke, danke, danke. Hat definitiv jedem extrem, extrem viele Klickmomente gegeben und vor allem ein sehr, sehr gutes Verständnis gegeben dazu, wie man FTMO für sich besteht. Du hast mal deine Bildschirmübertragung, glaube ich, laufen? Oh, ja. Ja, easy jetzt fast, das sieht man sich nämlich easy. Perfekt, aber alles auf jeden Fall dankbar, extrem ready dafür, FTMO zu bestehen. Und Leute, habt ihr gemerkt, eigentlich ist es simpel, man muss sich an gewisse Regeln halten, gewisse Dinge einfach einhalten, die gegeben werden und dann ist das Ganze für dich verständlich. Das Einzige, was wir machen müssen, wie es auf jeden Fall gesagt hat, ist zu vertrauen, okay, dem Prozess zu vertrauen, der Strategie, dem System, was wir führen und vor allem auch IAM. Weil das finde ich crazy, was Felix meinte, und zwar, dass wir mit den Tools von IAM eine Geheimwaffe haben, okay? Und das ist ein Fact.
Wie er sagte, die Tools funktionieren, die Frage ist, funktionierst du? Weil damals habe ich genauso gesehen, dass zwei Personen, die einen dieselben Trades mitgenommen haben, deine war profitabel, aber der eine nicht. Okay? Und das ist crazy, weil es halt nicht an dem Tool liegt, sondern daran liegt, wie du das Ganze mitnimmst, wie du das Ganze behandelst, wie du wirklich, oder was für eine Emotion du drauflegst und vor allem, was für eine Psychologie du hast im Trading. Und ich denke, Guys, das ist eines der größten Punkte überhaupt, wenn wir das lernen zu meistern über Jahre hinweg, okay, werden wir dementsprechend sehr, sehr große Erfolge haben, weil ich selber im Trading gemerkt habe, dass über Zeit hinweg ich verstanden habe, über Zeit hinweg war es eine normale Routine, ich habe es einfach gemacht. Es war nicht etwas, wo ich einfach aufgestanden bin, ich musste mich konzentrieren und alles wirklich geben, dann ist es etwas, was zu deinem Leben gehört. Und irgendwann machst du es einfach und du verstehst das Ganze, du hast Verständnis, du hast Emotionskontrolle, du hast alles, was du brauchst, um profitabel zu werden. Aber die meisten von euch in diesem Call sind nicht 5 Jahre am Start, sondern vielleicht 5 Monate. Vielleicht 5 Wochen, vielleicht sogar 5 Tage. Das heißt, du bist in the beginning. Okay, und das ist crazy. Und wisst ihr, was crazy ist? Weil Felix hat davor auch Christopher Terry erwähnt, der ein G ist im Trading. Und das kann ich bestätigen. Okay, weil wir hatten heute eine Chairman-Gruppe. In der Chairman-Gruppe, das war, glaube ich, Chairman 25 Above, genau, Chairman 25 Above-Gruppe, hat Christopher Terry den Chairman 25s gesagt, hey, ich mache jetzt hier etwas, was ich einmalig mache, okay, und es wird jeden hier im Trading aufs neue Level bekommen. Terry hat alle seine Trades, alle seine Analysen in Bezug auf Bitcoin und so weiter und so fort reingesendet. Es waren ungefähr an die 50 Trades bzw. 50 Analysen innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Von diesen 50 Analysen, okay, alle Analysen mit da, wo er sagt, hey, dort geht der Markt buy, dort sell, dort wollen wir verkaufen, dort kaufen, ging von 50 Trades, gingen 49 Trades auf. Einer ging in Stop-Loss, einer ging nicht auf, okay, 49 Trades ging auf. Christopher Terry hat ein Echtgeld-Account aufgemacht von 110.000 Euro, okay, 110.000 Euro, hat Screenshots eingesendet, Real-Account und so weiter und so fort und hat diesen Account innerhalb von 3 bis 4 Wochen auf knapp 1 Million getradet. Auf knapp 1 Million. Von 110.000 auf knapp 1 Million getradet. Okay? Und das ist verrückt zu sehen, dass wir hier mit IAM nicht nur eine Company haben, wo irgendwer dachte, hey, ich mache eine Trading-Company auf, weil Trading geil ist und weil es funktioniert und stelle irgendwelche Leute an, die traden können. Denn Christopher Terry tradet selber extrem erfolgreich, ist einer der krassesten Trader, die es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Und deswegen haben wir hier etwas anhand mit IAM, was aus Erfahrung spricht, okay, was wirklich Erfahrung hergibt. Weil Chris selbst, ja, mittlerweile Jahrzehnte Erfahrung hat im Trading und einer der größten Gs überhaupt ist. Deswegen, lass uns was sein, lass uns dankbar sein, weil ich bin genauso wie Felix, ich stehe jeden Tag auf, bin einfach nur dankbar. Wie er auch sagt, ich könnte heulen und weinen, einfach weil ich so krass blessed bin. Und ich denke, das sind wir alle, okay? Deswegen, lass uns auf jeden Fall dankbar sein. Ganz kurz dazu noch, gleich eine halbe Stunde sollte eigentlich der Trading Call sein, okay, von Niklas. Der fällt heute aus, okay, der fällt heute aus, damit du Bescheid wisst. Aber dafür hatten wir natürlich heute den Day 2 von FTMO Bootcamp. Leute, morgen ist Day Nummer 3, okay? Morgen ist Day Nummer 3, okay? Tag Nummer 3 mit dem lieben Max Medvedev. Okay, unser brand new P2K, der Empire, wird morgen den dritten Tag führen. Deswegen, Guys, lasst uns ready dafür sein. Schreibt euch diesen Termin auf. Okay, morgen 20 Uhr, übermorgen ist dann Erik Lukas, unser brand new 400K FTMO Trader. Ich bin auf jeden Fall auch dafür ready. Deswegen, Leute, lasst uns das Ganze appreciaten. Lasst uns diese Zeit hier widmen und diese Zeit wirklich wahrnehmen. Und deswegen, macht euch einen wunderschönen Abend. Hat mich extrem gefreut. Danke nochmal, Felix, für deine Unterstützung, dass du hier am Start warst. Und macht euch einen wunderschönen Abend, Fam. Wir hören uns. Ciao, ciao.